Herzlich willkommen zu Panini Comics TV. Neues Jahr, neues Glück und in der ersten Sendung im neuen Jahr 2018 habe ich mir mal einen deutschen Comiczeichner an die Seite geholt und zwar den Milus. Grüß dich, Milus. Hi. Milus ist natürlich nicht, ist ein Künstlername, ne? Genau, richtig. Mein richtiger Name ist Miguel Gato Rivero Silva, aber das kann sich ja keiner merken oder keiner aussprechen. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja, siehst du, deswegen Milus ist viel einfacher. Ich habe dich jetzt als Comiczeichner angeteased. Das bist du schon auch, ne? Das bin ich auch. Ich mache viele kommerzielle Comics, zum Beispiel Captain Iglo Comics und solche Sachen für Kinder. Aber ich bin nicht nur Comiczeichner, ich bin auch Autor. Ich mache jetzt für einen anderen Verlag gerade so eine Manga-Geschichte. Und ich bin auch Blogger. Ich schreibe gerne über Comics und über Comiczeichner, allgemein über den Beruf Comiczeichner. Und du gehst sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Du leitest auch andere Comiczeichner hier in Deutschland an, wie man sich vermarkten kann. Du gibst auch Zeichenworkshops. Eigentlich machst du ziemlich viel in der Szene, wenn man es genau nimmt. Richtig. Ich bin schon seit über 15 Jahren dabei. Und ich merkte so in den letzten Jahren, dass man als so Berufsanfänger oder als interessierter Comiczeichner so nicht richtig Fuß fassen kann in der Comic-Szene oder auch einen Job zu finden. Und da dachte ich mir, ich helfe da ein bisschen rum. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich eine Plattform im Internet online gestellt habe, wo ich so meine Erfahrungen aufgeschrieben habe. Und irgendwann kamen Veranstalter auf mich zu, Unternehmen, andere Verlage, die mich dann so gefragt haben, wie läuft es an? Wir brauchen Comiczeichner. Und gleichzeitig kamen andere Comiczeichner auf mich zu und haben mich natürlich gefragt, oh, wie werde ich selber Comiczeichner? Wo kann ich mich bewerben? Und da fing es so an, dass ich angefangen habe, den Leuten zu helfen, den Comiczeichnern und den Unternehmen. Und du warst auch schon ziemlich aktiv auf unserer Plattform Panini, nicht Panini Comics, sondern mycomics.de. Genau, richtig. Ich war auf mycomics.de. Das ist ja so eine Online-Plattform für Online-Comics. Ja, man muss sagen, es ist nicht eine reine Panini-Plattform, sondern es ist eine Plattform, die von Panini im Prinzip unterstützt und betrieben wird. Richtig. Aber es ist eigentlich eine offene Plattform. Genau. Und die Plattform bietet ja Comiczeichnern aus ganz Deutschland, eigentlich aus der ganzen Welt, die Möglichkeit, ihre Comics kostenlos online zu stellen und einem großen Publikum zu präsentieren. Ich sage immer, das ist eine super tolle Plattform, weil da kann man wirklich viele Leute erreichen. Und da habe ich vor einigen Jahren auch mitgemacht, selber meine Comics online gestellt, tue ich auch regelmäßig. Und da habe ich mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und auch gewonnen. Und weil du eben da so auch so rege bist in der deutschen Szene und viel machst, bist du vielleicht auch der Richtige, um mir mal zu erklären, wo ist eigentlich das Hauptproblem, dass die deutschen Zeichner, die es ja durchaus gibt, nicht so richtig international Fuß fassen können? Also wir haben Italiener, die für DC und Marvel zeichnen. Wir haben Franzosen natürlich in ihrem eigenen Land. Aber eigentlich schaffen es alle nur von den Deutschen. Ich meine, klar, einen Nick Klein gibt es und noch zwei, drei andere. Aber sind die Ausnahmen. Wo liegt denn das Problem in Deutschland? Das Problem, erstmal die großen Erwartungen. Viele Comiczeichner haben sehr große Erwartungen, die denken, alles geht schnell und es fehlt an Geduld. Man muss ja viel üben, um richtig gut zu werden. Man muss sich ja so vorstellen, man muss richtig gut sein, um bei Marvel oder DC anfangen zu können. Und viele denken auch, man bewirbt sich bei Marvel und wird dort ausgebildet. Das ist nicht so der Fall. Man muss schon sich selber ausbilden oder irgendwo auf der Welt eine Comicschule besuchen. Und dann muss man wirklich ein schönes Portfolio zusammenstellen. Viele sind nicht geduldig genug, um wirklich jahrelang zu üben und sich dann zu bewerben. Und viele geben vorher auf. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen lassen, nämlich durch einen Mann, den ich im letzten Jahr auf der Comic-Con in Stuttgart interviewt habe, und zwar Ricky Purdin, Talent Scout von Marvel, der darüber berichtet, wie man sich bei Marvel am besten bewirbt, wenn man Comiczeichner werden möchte. So, simple question, how can I become a Marvel artist? Yeah. You have to do a lot of really hard work, is the real answer. The best thing to do is work on storytelling, and that's what we look for in the portfolios that we check out at all the conventions that we go to, or at schools or online. We look for storytelling, and storytelling means strong anatomy, continuity of backgrounds and environments, props, costumes, and dynamic, clarity of what's going on. But dynamic action in the Marvel way, so that we give the Marvel readers what they want. So your advice to all the artists, what shall they put into their portfolio?
Sure. I always tell people to put in your portfolio what it is that you want to be doing. If you want to be an interior artist, interior sequential pages. If you want to be a cover artist, cover samples. If you want to digitally paint, if you want to be an inker, if you want to be a penciler, you always include those samples of what job you actually want in comics. That way we can gauge your skill level and also give you valuable feedback on what to work on as well. So, and then you're a comic book artist for Marvel and you're going home, have a really easy life, and in the evening you draw a little bit? No, not at all. Drawing comics professionally is just like any other day job. You've got to do a book a month, and a book a month is 20 pages. If you do 20 pages in a month, that means 5 pages a week, roughly, so that you can continue to get paid, you can pay your bills. If you have a sick day, you have to make up that time. If you go to a convention, you have to make up that time. If you have commissions, you have to make up that time. Marvel artists are always working, and you always have to look out for that next job ahead. Just because you finish an arc of Spider-Man, you have to figure out what the next job is going to be. And so your ability to deliver on time, to deliver high-quality work, and to be friendly with your collaborators and your editorial staff is what helps you earn that next job. And it probably means to quit what you have done before. Yeah, a lot of freelance artists have to make that decision at some point in their life. You know, when do I stop my day job? When do I decide to do this full time? Because, like you said, it takes up a lot of time. You may be able to be a pizza delivery guy part of the week and then go home and draw some pages, but eventually you're burning the candle at both ends and you're going to have to give up one or the other. So, you know, every major comic book artist at one point or another has had to decide, is this now what I'm going to do? And if it is, I need to make that leap and stop doing my day job. So, you know, it's a really heavy decision that everyone has to make on their own. Yeah. So last question. If you're not able to come to one of your readings and portfolio readings, there are other possibilities to contact you? Yeah, through social media. I'm on Twitter at Ricky Purden. My email address is rpurden@marvel.com. If you reach out with samples, you know, always reach out and say, hi, this is who I am, whether it's to me or it's an editorial person at Marvel or another company, and say, this is who I am, this is what I want to do, is it okay if I send you some of my samples, and we can go from there. But, you know, meeting in person isn't the only way to break into comics. You can certainly reach out over social media and share samples. And I also encourage people to reach out to artists that they are fans of or editorial staff at Marvel and say, hey, you know, I like the books that you do. Would you mind looking at some of my samples? We're always ready and eager to find new artists that can work with us. Yeah. So thank you very much, Ricky Purden. Yes, thank you. Gehen wir mal zu DC, nachdem wir ja jetzt gerade einen Marvel Talent Scout hatten. Bei DC läuft das übrigens ganz ähnlich ab, also das, da muss man jetzt nicht große differenzierte Erklärungen machen. DC, Batman hast du mir mal so zwischendurch gesteckt, das ist eigentlich so für dich comicmäßig dein Hero. Woher kommt das? Batman ist so mein Held und auch mein, so eine Art Vaterersatz, denn du musst wissen, ich komme eigentlich aus Chile, bin dort in Chile geboren, okay, während der Militärdiktatur. Und es war eine schlimme Zeit, dort wurde auch mein Vater ermordet. Und deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen als politischer Flüchtling. Und ich habe da ein echtes Trauma erlebt, jetzt der Tod, jetzt die Flucht nach Deutschland. Und mir sind dann Comics in die Hände gefallen. Meine Mutter hat mir Comics gegeben, damit ich irgendeine Beschäftigung habe. Denn als wir nach Deutschland gekommen sind, hatte ich wirklich gar nichts. Keine Spielsachen, keine Klamotten. Wir sind von einem Tag auf den anderen nach Deutschland geflüchtet. Und in den Comics habe ich mich wiedergefunden in dieser Batman-Geschichte, wo Bruce Wayne, sein Vater ermordet wurde und er auch alleine blieb. Und diese Einsamkeit habe ich auch in mir wiedergefunden. Und so bin ich eigentlich in diese Comicwelt reingerutscht, dass ich mich darin wiedergefunden habe. Und das andere Ding war, dass ich dann durch Batman Comics und Superman Comics eigentlich die deutsche Sprache gelernt habe. Das ist das, was ich auch Eltern immer wieder sage, wenn sie sagen, der Comics ist doch Kinderkram, sage ich, ja, vielleicht Kinderkram, aber zumindest lesen ihre Kinder das, ja, und lernen möglicherweise auch Deutsch. Wir bleiben bei DC. DC, über die letzten Monate war ja Rebirth eigentlich das ganz, ganz, ganz große Thema. Und man kam eigentlich auch nicht daran vorbei. Wir haben auch hier bei Panini Comics TV natürlich viel drüber berichtet. Und
das findet jetzt, ich würde nicht sagen, das große Finale kommt jetzt, sondern die letzte Phase wird eingeläutet. Danach kommt dann etwas Neues und Rebirth, die letzte Phase, wird eingeläutet mit einem genialen Batman-Crossover, nämlich Batman und Flash. Batman und Flash, in dem jetzt erscheinenden Batman-Band, da kommt dieses Crossover, fängt an, es sind Zweiteiler und da wird so das Rebirth-Mysterium so aufgeklärt. Das heißt, wir erfahren, was es eigentlich mit dieser ganzen Rebirth-Sache auf sich hat. Und gleichzeitig kommt dann Superman Reborn. Und wir hatten bei Superman ja gerade in der Story diese verschiedenen Superman-Inkarnationen drin, wo auch viele sagen, da blicke ich jetzt nicht mehr so richtig durch. Und in Superman Reborn, eben als ein Zweiteiler, wird auch dieses Mysterium aufgeklärt und danach, wie gesagt, geht es richtig smooth über bei DC in eine neue, große Crossover-Geschichte. Und davon, würde ich mal sagen, kommt das in der nächsten Sendung ein bisschen mehr. Bei Marvel ist eigentlich das nächste beherrschende Thema Black Panther. Der läuft Anfang Februar an und deswegen müssen wir jetzt natürlich schon einen Fokus ein bisschen auf diese Figur legen. Der war einige Zeit überhaupt nicht so richtig präsent bei Marvel und dann tauchte er wieder auf mit einer Storyline bei den Marvel Knights, Black Panther. Das war so eigentlich so vor einiger Zeit schon die Wiedergeburt von Black Panther. Mit dieser Geschichte bei den Marvel Knights wurde er praktisch wieder so ein bisschen aus der Versenkung emporgehoben. Und ich glaube, dass sie damals schon so im Kopf hatten, da wird in diesem ganzen Avengers-Universum es irgendwann eben doch auch mal vielleicht einen Einzelfilm geben. Ich finde es toll, dass sie den jetzt umgesetzt haben und dass der auch demnächst kommt. Da freue ich mich wirklich schon sehr stark drauf. Und wenn man sich die Historie dann noch mal ein bisschen näher bringen will, dann würde ich sagen, ist Black Panther, die offizielle Vorgeschichte zum Film, natürlich das richtige Ding, weil da tatsächlich die Herkunft des Charakters und seine Kräfte auch noch mal genauer erläutert werden. Ist vielleicht eine super Vorbereitung, fast so gut wie der Trailer, den wir uns jetzt anschauen. Wir sind zu Hause. Sohn, deine Zeit ist gekommen. Show me my respect and bow down. Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst. Bleib cool. Ich bin immer cool. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own now, we own now. We only getting started now, cause we own now. Everybody think they know me now, cause we own now. You and I my homie now, cause we own now. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Eine neue Weltordnung. Ich brenne alles nieder. Was jetzt passiert, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. Der Spaß beginnt. The revolution will be live. Black Panther. Es gibt noch eine andere ganz großartige Marvel-Story, die gerade bei uns jetzt ankommt. In Amerika ist sie natürlich schon ein bisschen durch. Wir hinken ja immer etwas hinterher. Und den Aufschrei bei dieser Marvel-Story, als die anfing, den hat man aber bis Deutschland gehört. Weißt du, von was ich rede? Captain America und Hydra? Ja, richtig. Oh, Captain America und Hydra. Die unglaubliche Story Secret Empire, und wir brauchen es nicht, also wir keine Angst haben zu spoilern, weil, wie gesagt, es drang schon durch. Captain America, die amerikanische Ikone, soll angeblich nicht für S.H.I.E.L.D., also zwar auch, aber als Doppelagent auch für Hydra gearbeitet haben und sogar ein paar der Helden ans Messer liefern. Unglaublich.
unglaublich. Ja. Und diese Story, die damals wirklich diesen Aufschrei in der Presse und darüber hinaus und auch ein kleiner Skandal war, die kommt jetzt endlich in Deutschland. Secret Empire fängt jetzt an und das muss man erstmal gelesen haben. Und passend dazu findet hier in Deutschland ein Marvel-Event statt, nämlich der Marvel-Tag. Und was es da außer dem Start von Secret Empire noch gibt, das seht ihr jetzt im Clip. Weg von Marvel gehen wir zu einer Person, die du sicher auch kennst, nämlich ein großer Autor, den viele von uns lieben für seine Arbeit an Per Anhalter durch die Galaxis. Douglas Adams. Jawohl, ja. Douglas Adams. Und Douglas Adams hat außer Per Anhalter durch die Galaxis auch noch zwei, genauer genommen 2,5 Romane geschrieben mit Dirk Gently's Holistischer Detektiv. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ich erzähle was drüber. Dirk Gentlys Holistischer Detektiv beschäftigt sich mit dem holistischen Detektiv Dirk Gently, sagt es ja auch schon im Titel. Und der glaubt, dass alle Dinge im Universum miteinander verbunden sind und er deswegen gar nicht recherchieren muss, sondern er muss nur diese Verbindungen erkennen und kann einen Fall lösen. Das Ganze ist total abgefahren, total schräg und eben ganz, ganz, ganz typisch Douglas Adams. Und wir haben ja schon im letzten Jahr einen Comic rausgebracht, parallel zu der TV-Serie Dirk Gentlys Holistische Detektei auf Netflix. Und dieser Comic ist einfach super und diese Netflix-Serie ist einfach super. Und jetzt gerade dieser Tage läuft eben auf Netflix die zweite Staffel an. Unser zweiter Comic kommt zwar erst im März, aber ich dachte, wir müssen jetzt hier einfach mal einhaken, weil ich habe auf der San Diego Comic Con den Autor getroffen, der sowohl hinter dem Comic als auch hinter der TV-Serie steht. Und das ist kein geringer als Arvin, Ethan, David. Ich glaube, es kennt ihn eigentlich keiner, aber er ist ein Schüler von Douglas Adams und er hat praktisch dieses Erbe übernommen, diese Stories weiterzuführen und er hat es genau geschafft, genau diesen Ton zu treffen. Cool. Ja. Und ich finde sowohl Comic als auch die TV-Serie brillant und der Mann ist unglaublich interessant und ihn habe ich hier im Interview. Arvin, Ethan, David. Hallo. Arvin, you are the writer on Dirk Gently. So exactly what does that mean you're doing? I write the words. Oh, great! So Dirk Gently is a unique detective. So actually writing for him is kind of interesting because mainly what I'm doing is thinking about a circumstance to put him in. And once you figure out that you're putting him in a time machine, for example, then he pretty much does the rest of the work. You know, there are some characters, Sherlock Holmes, James Bond, I will add Dirk Gently to that list, that as a writer, your job isn't really trying to figure out who the character is, because that work has been done for you. You know, Douglas Adams, who created Dirk Gently, also created Hitchhiker's Guide to the Galaxy, he did the hard work. He made this really unique character. And now my job as the writer of the comic books and as the exec producer of the TV show is to help think about where Dirk might turn up next. And once he turns up there, he pretty much figures out what he has to do. Sounds to me like all things are connected. It certainly feels that way to Dirk Gently. So he's a holistic detective. And the word holistic is about his belief in the fundamental interconnectedness of all things. So, you mentioned Dirk Gently was created by Douglas Adams, which was like one out of a million of authors. He's one of my favorites, I have to say. So, how can you write like him? You can't. Nobody can write like Douglas. He was truly unique. And what we try and do is to chase his tone. To try and take the ideas that he had, which were so many, which was to say that his books are never about one thing. So our comics are never just about one thing. What we try and do, and I'm very lucky in my artists,
in Ilias Kyrianis and Danny Strips, who are the two artists that I work with on the book, that they cram every panel with 100 ideas. And I think there's enough there to reward the reader that whilst we may not have as many ideas individually as Douglas did, collectively we start to even out the score. It's why I wanted to do it as a comic and as a TV show and not as a novel. I would never have wanted to write the sequel as a prose novel because I'm not an idiot. Douglas was a mountain. He was a genius. No matter how talented I think I am, I'm a little hill, you know? But in comics, there's a chance to take his character, take his creations, and in a new medium, you know, make them my own. That's all we can do. We can only write for ourselves, but we are, I think, chasing the tone of Douglas and being true to the character he created. So, in my meaning, you made a very good job. I loved the novels of Dirk Gently. It's best. It was like, for me, it was the best he has written. So it was a pity that he only drew, has written 2.5 so far, I know. So will you complete the half one? So the half that you're talking about is the unfinished Salmon of Doubt, which he was writing when he died. And we talked about it a lot, about whether we should try and finish it. What we decided to do in the end was to take the title, The Salmon of Doubt, and that's what these comics are called, and to take some of the ideas in it. To take there's a rhinoceros in The Salmon of Doubt, there's a rhinoceros in our comics. To take the idea of Dirk getting a phone call from himself and being told to go to America, that's in Douglas's unfinished draft, and we have that in our comics. Where he was going with those things, nobody knows. And I've read not just what's been published, but I've had access to his archive and his hard disks. So I've read all of it, and I have no idea where he was going. Because he was going so many different places. And there were times when it's like he changed his mind about it being a Dirk Gently novel at all, and was thinking maybe Salmon of Doubt is a hitchhiker's novel. So to finish it again, I kind of felt that was, I don't want to say disrespectful, but it was just stupid. It would just have been a stupid idea. Because again, then you're comparing yourself to him. But I felt I could pay homage to him. I felt I could take the title, I could take some of the big ideas, and then we could use them to connect, because everything is connected, to connect his books with what we're doing in our TV show, which is available in Germany on Netflix. And what we wanted to do was to say, okay, here's the books that maybe you know from your childhood. Here's the TV show that we're making today, and the comics maybe show how they are connected. But what we're doing in the comic books, as your readers will discover, is we're joining those things together. We're showing how maybe, remember in Hitchhikers, they end up building multiple Earths. Slati Bartfast makes multiple universes. Maybe there's more than one Dirk Gently. Maybe everything is connected across multiple worlds. I love the idea. Thank you, Armin. It's so absolutely great. Thank you very much. Thank you. Wir ändern etwas jetzt im neuen Jahr. Im letzten Jahr und auch schon seit Beginn hatten wir immer die Top 5. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert, um das Ganze etwas weiter fassen zu können. Wir wollen auch mal so ein paar Perlen in diese Rubrik reinbringen. Und deswegen heißt die jetzt, musst du lesen, musst du lesen. Milos, musst du lesen? Ich muss lesen. Du musst lesen. Ich muss lesen, okay. Ich sag dir jetzt, was du unbedingt gelesen was haben unbedingt musst. Gelesen haben und zwar musst du gelesen haben Green Lantern Star Trek. Erscheint bei Panini, nicht? Erscheint alles bei Panini, ach so, natürlich. Okay. Nee, ist schon ein bisschen länger draußen und ist damals bei mir irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen mit der Enterprise oder den Ringen. Und ich bin ja großer Star Trek-Fan. Das ist ein wahnsinnig geiles Crossover. Okay. Ich habe das neulich gelesen, als ich im Zug gefahren bin und dachte, das ist mal scheiße gut. Darf man das sagen? Es ist mal richtig gut. Es ist wirklich so, die neue Star Trek Crew, also die man jetzt aus den neuen Filmen kennt, also praktisch das Remake der Crew, das trifft auf das Green Lantern Corps und das ist so eine wirklich abgefahrene Story und funktioniert unglaublich gut. Es funktioniert richtig gut. Also ich hätte es nicht gedacht, aber das passt richtig wie Dings auf Eimer. Also, bin neugierig, musst du lesen. Ja, muss ich lesen. Dann, was du auch noch zumindest lesen solltest, ist eine Serie, die schon vor einiger Zeit bei uns angefangen hat, wo jetzt aber der zweite Band erschienen ist, und zwar Jupiter's Legacy.
Das ist so eine Mark Miller-Geschichte und Mark Miller hat immer so gerne, spielt gerne Szenarien durch, wo Superhelden aufgrund ihrer Kräfte korrumpiert werden. Ist das ab 18? Nicht ganz, aber es ist schon, da geht es schon ziemlich heftiger, zur Sache, ja. Okay. Und es geht also tatsächlich um eine Welt, in der Superhelden korrupt werden, in denen, wo sie machthungrig sind. Und deswegen müssen jetzt die Superschurken praktisch zu den Guten werden und diese, okay. diese Usurpatoren. Es klappt aber auch nur so. Also es ist eine super Story. Also, und Mark Miller, der kann es halt auch, ja, wirklich. Klar. Des Weiteren, Blackest Night. Eine der besten Stories, die überhaupt in den letzten Jahren rausgekommen ist. Die Green Lanterns und alle anderen farbigen Lanterns kämpfen gegen die Black Lanterns. Blackest Night, quasi auch so ein bisschen der Untergang eigentlich damals des DC-Universums, um dann wieder neu zu entstehen und das jetzt endlich als Kollektion im Hardcover. Ich bin einfach Hardcover-Fan, ich stelle es gerne ins Regal und ich lese es noch zudem. Musst du unbedingt lesen. Und dann? Mal sehen. Doch, klar. Ich werde es lesen, auf jeden Fall. Mach mich fertig. Und als allerletztes, und ich glaube, das hast du schon gelesen, aber wer es noch nicht gelesen hat, der sollte es unbedingt tun, nämlich Watchmen. Auf jeden Fall. Watchmen. Probably, wie der Amerikaner sagen würde, der absolut beste Comic, der jemals geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob man das so vertreten kann, aber es wird von vielen zumindest gesagt, ist der beste Comic, der jemals geschrieben wurde. Mhm. Und ich finde es auch wahnsinnig toll. Watchmen sollte jeder in seiner Sammlung haben, sollte jeder gelesen haben. Wir verlosen ja auch immer was und gerade eben habe ich ja gesagt, Blackest Night Hardcover kommt raus und da muss ich dann einfach mal sagen, das würde ich gerne verlosen heute. Ihr wisst ja, wie es geht. Teilen, kommentieren und ich möchte auch immer ein bisschen was von euch hören und deswegen würde ich mal sagen, es geht um Blackest Night und da sind die gesamten Lanterns mit ihren Farben drin vertreten. Welche Lantern-Gruppierung dachtet ihr denn so ist eigentlich die coolste oder beste? Schreibt mir das, möchte ich gerne wissen und dann könnt ihr gewinnen. So, wir machen weiter. Es gibt ja auch noch was anderes als Marvel, DC und Co. Zum Beispiel gibt es Doctor Who. Ja, tolle Serie. Da kann ich bei dir punkten damit. Ja, auf jeden Fall. Schaust du TV-Serie an, liest du die Comics, was machst du da? Ja, ich muss zugeben, ich bin eher so der TV-Gucker, also die Serie, damit bin ich eigentlich auch groß geworden. Ich bin ja ein bisschen älter als andere. Und Doctor Who, auch die neuen Doktoren, sagt man Doktoren? Doktoren, man sagt ja, Doktoren, ja. Ja, die Time Lords sind immer cool. Ja, finde ich auch. Und ich bin ja großer Fan auch der Comic-Umsetzung, weil die sehr, sehr, sehr stark den Ton der TV-Serie haben. Und gerade aktuell erschienen ist oder erscheint, glaube ich, dieser Tage, ja, müsste sein, erscheint dieser Tage, Doctor Who, der 10. Doktor und zwar der 5. Band, Arena der Angst heißt das. Okay. Und das ist, also man sagt, in diesen Comic-Serien, die wir bringen mit dem 10., 11. und 12. Doktor, da sind immer drei Bände eine Storyline. Also läuft so ähnlich wie auch im Fernsehen die Staffeln. Okay. Das heißt, wir sind jetzt quasi in der Mitte der zweiten Storyline mit Band Nummer 5. Und was da irgendwie ganz, ganz schön und interessant ist, ist, dass wir ein Crossover mit Torchwood haben. Oh cool, mit Captain Jack. Mit Captain Jack. Ja. Und deswegen finde ich den Band schon mal richtig gut. Mhm. Hat sich natürlich im 4. schon angekündigt, weil das ja so eine fortlaufende Storyline ist. Für Doctor Who-Fans, für Torchwood-Fans eigentlich ein Muss, würde ich mal sagen. Ja klar, logisch. Ein anderes Muss gibt es für Freunde des Computerspiels Mass Effect. Spielst du Computer, daddelst du? Eher wenig. Ja, eher wenig. Mass Effect Discovery ist der Comic, der die offizielle Fortsetzung des Mass Effect Andromeda-Spiels darstellt. Und ich finde es immer schön, wenn in den Comics irgendetwas fortgesetzt wird oder Lücken schließt. Ich finde, das ist so eine multimediale Zusammenbringung. Mhm. Und das finde ich immer ganz klasse. Und deswegen würde ich mal sagen, Mass Effect Daddler, holt euch mal den Comic. Crossed, unsere Zombie-Serie, ja, genau, die keine echte Zombie-Serie ist, weil die Menschen, die dieses Kreuz auf der Stirn bekommen, leiden unter einer Krankheit, sind aber noch nicht tot, gehen dann aber schnell tot, weil sie nämlich total ausrasten und blutrünstige... Also ich habe da nichts, ne? Noch nicht, nee, nicht, aber ich steck dich gleich an. blutrünstige Bestien werden, die weder Schmerz noch Moral verspüren. Und diese Serie, zu denen Garth Ennis auch ziemlich viel beigesteuert hat, und Garth Ennis ist nun mal
also sagen wir mal, wenn er was schreibt, dann ja. geht's richtig zur Sache. Und genau, sie ist einfach krass. Und deswegen mit diesem blutrünstigen Comic möchte ich eigentlich heute aussteigen. Geht heim, schlaft eine Runde, habt Albträume von Crossed und vielleicht von uns beiden, wie wir uns verabschieden. Yeah.